So, weiter geht's heute in der Europa League und wir treffen auf den AZ Alkmaar aus den Niederlanden. Und da schauen wir mal. So, kurz mal den Krüger beruhigen nach vorne. Ja, wieder der nächste Spiel ist gegen Holland, gegen holländischen Team aus Alkmaar. Da wollen wir natürlich gewinnen, weil Sevilla ist das Team der Europa League. Da wird es schwierig werden, gegen die anzukommen, aber. Ja, natürlich erstmal wichtig ist, dass wir da zumindest maximal dahinter landen. Also sprich, wir müssen Alkmaar schon schlagen. Genf sollten 6 Punkte durchaus machbar sein. Alkmaar weiß ich nicht, wie stark die sind. Und danach geht's gegen Bochum, okay. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf das Thema Europa League. Da wollen wir natürlich gewinnen. Ich habe hier keinen Grund, irgendwas zu ändern, deswegen gehen wir rein. So, dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. So, los geht's. Das erste UEFA Europa League Gruppenspiel. Ziel ist bei beiden ein möglichst guter Start in diesen Wettbewerb. Wir präsentieren Ihnen diese Partie live hier aus der Arena auf Schalke. Genau, hier ist ja Arena auf Schalke wegen dem Sponsor. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, hier in der Arena auf Schalke, in der gutes Fußballwetter herrscht. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Es geht heute um die UEFA Europa League und zwar um die Vorrunde. Es geht um ein Gruppenspiel. Schalke 04 gegen AZ Alkmaar. Es ist immer wichtig, gut reinzukommen in diese UEFA Europa League. Wenn du Spiel 1 gewinnst, dann bekommst du vielleicht einen Lauf. Wenn du verlierst, steckst du ganz schnell in der Krise. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt mein seit langem bei FIFA mein erstes Europa League-Spiel. Normalerweise spiele ich einfach mit den Teams in der Champions League. Aber wir dürfen ja als Pokalsieger tatsächlich in der Europa League mit antreten. Und treffen dann natürlich so auf so eine Gruppe. Mit Alkmaar, mit Sevilla. Vielen Dank an alle hier in der Arena auf Schalke. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Und dann geht's jetzt los. Erstes Spiel in der neuen Europa League. Ja, schauen wir mal, ne? Wie gesagt, ich muss ja nichts ändern, groß. Der Rossun, der jetzt natürlich schon versucht, als Niederländer natürlich sehr motiviert sein wird. Wäre schön gewesen, wenn sie auch die Europa League Trikots drin hatten, wo die Namen und die Dings vertauscht sind, weil man ja oben die Namen stehen haben muss. Wer in den internationalen Der Wettbewerben. Ball kommt rein. Und die nächste Chance. Chance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch für Dings der Abwehr. Ja, die sind zur Stille, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Aber ich finde das Design auch ganz cool. So, halt wie gesagt, schauen wir mal, wie Gutes frühes Stören. der Rotte So, natürlich. kurze Analyse, wer wird sich denn hier durchsetzen in dieser UEFA Europa League-Gruppe? Ich glaube, Sevilla wird sich wohl durchsetzen, sich gut gesetzt. Sie kämpfen um den Ball. Ja, ich denke, Sevilla wird das durchsetzen, wird das versuchen, sich durchzusetzen, ja. Und dann Renault. Ich habe schon gesehen, der hätte ein bisschen besser an den Lauf gehen müssen. Erste gute Situation, aber der Ball kommt nicht durch. Krüger. Der verliert aber den Ball gegen Karzon jetzt. Das kann sehr teuer, wenn man die Lücke hinten zu offen ist. Und da muss der rechts außen mit hinten nach hinten arbeiten. Den lässt er zweimal stehen.
den. Und auch AZ macht seine Hausaufgaben. Die machen nämlich Druck. Weston McKennie. Ich glaube, er könnte diese Partie an sich reißen. In der letzten Partie, da hat er ja wirklich nach Belieben getroffen. Da können wir nur hoffen, dass er heute an diese tolle Leistung anknüpft. Und die nächste Chance. Dragovic. Der erstmal versucht, den Ball rauszuhauen. Aber den Verteidiger da. Und jetzt hat er, mal ein bisschen Meter. Also, yes. 1-0 für die Schalker. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Gott. So Dinge hast du nicht allzu häufig, das macht's leicht, ganz leicht. Aber ehrlich, war ein bisschen da durchgekommen, da durchgearbeitet. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand, seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Erstes Europa League-Tor, Marcin Kobylanski. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Ja. Ja, wir haben hier das erste Tor für Sevilla. Schade. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 28 Minuten. Ja gut, ich spiele gegen Genf, ne? Hab ein Team aus der Schweizer Super League. Tolles Spiel. Da ist die Chance. Und das 2-0. Klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Florian Krüger. Ja, es geht für uns tatsächlich, ich denke, Sevilla wird in der Hausnummer zu hoch sein, aber mal schauen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Genf sollte, wie gesagt, 6 Punkte drin sein und Alkmaar müssen wir eigentlich zumindest schlagen. Hier ein Sieg und zumindest ein Punkt der Alkmaar, da könnte Platz 2 drin sein. Und selbst wenn wir 2 Niederlagen gegen Sevilla kriegen. Aber wie gesagt, natürlich noch nicht die Flinte ins Korn werfen, aber wie gesagt, ich gehe einfach ein bisschen von Realismus auf, weil Sevilla ist halt das Team der Europa League. Dann sollten wir die Gruppenphase eigentlich durchaus überstehen können, wenn wir das Ding nach Hause ziehen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel danach in Bochum. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da müssen wir auch schon wieder ein bisschen unter Druck, weil, wie gesagt, ich will gerne das Ding am Ende nach Hause fahren, als Meister hier, diese zweite Liga. Ganz energisch. Und dann schauen wir, was in der Bundesliga drin ist. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Da können sie erstmal klären. Und selbst wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen, können wir nächste Saison mit Champions League spielen. Aber wie gesagt. Spiel ist deutlich schwächer im Team. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szene. Ich habe schon gesehen, Amat Krüger. Ich wollte davon Matej spielen. Wollte eigentlich da rausspielen. Ich habe gesehen, dass der im Rücken mitgelaufen ist und dann geht's weiter. Nächster Versuch. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Oh, das könnte was werden. Die klären hier aber keine schlechte Gelegenheit. Alles gut, cooler. Mustafi passt da gut auf. Jetzt die Ecke. Stark gehalten, der Kopf. Und Olmo hat das Ding. Man führt mit 2-0 das im Heimspiel gegen AZ. Jawohl, gut gemacht da. Und kein Abseits, oder? Ne, kein Abseits. Nicht das 3-0. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich nur 100%. Gut gehalten. Ja, ich hätte hier durchaus das 3-0 zur Pause machen können. Dann kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Dragovic! Und dann ist Pause. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig schwer in diesem Spiel.
Ja. Im Gegensatz dazu führen wir mit dieser 2-0. So, gucken wir mal auf die anderen Spielstände. Im Kopenhagen, Hertha, nur steht unentschieden 1-1. Rom. Also das ist der AS Rom übrigens. Gegen Utrecht 1-2. Standard Lüttich gegen Lille 0-2. Olympiakos gegen Başakşehir. Ich hoffe, dass ich den Verein richtig ausspreche. Aus der Türkei übrigens. 1-1. AEK Athen Tottenham 1-1. Und Celtic gegen Viktoria Pilsen ebenfalls noch unentschieden. 0-0. Und 4 führen mit 2-0. Sevilla weiß ich, dass die mit 1-0 führen. Erstes Spiel der UEFA Europa League Vorrunde. Weiter geht's. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Ja, unser Ziel ist es, wie gesagt, das Ding nach Hause zu fahren. Hier heute diese drei Punkte, die müssen eigentlich schon fast Pflicht sein. Wollen wir hier wirklich in der Europa League? Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Ja. Wir haben hier den zweiten Treffer für Sevilla. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Sevilla hier 46 Minuten. Danke. Sevilla führt direkt mal nach der Pause auf das 0-2. Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen. Aber was sieht die? Für Manchester City die Gelegenheit. 3-0. Kolasinac. Und mit dieser Höhe sind wir sogar noch Tabellenführer. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal einfach Platz genommen, einen Platz gehabt. Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Für ihn auch sein erstes Tor in Europa, die klar. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Die drei magischen Ks, Kowalski, Krüger und Kolasinac. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja. Da überrascht mich eben. Also kein, noch kein Tor von Terod, denn da ist aber Kowalski. Tor 4-0. Ein fantastischer Treffer. Doppelpack. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Diesmal macht das. Mal unsere Hausaufgaben zumindest mal erledigen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Auch für ihn das zweite Europa-League-Tor. Das 4-0 ist schon deutlich. Ja, Tirol hat noch kein Tor gemacht. Der funktioniert momentan nur in Liga 2. 12 Tore in Liga 2, aber noch kein Tor in Liga, oder wenige Tore in Liga 1 und in der Europa League auch nicht. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kolasinac hat ja das Tor gemacht zum 3-0. Fängt aber hier den Angriff ab der Niederländer. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt bringen sie Karlsson raus, denn gar nichts gelungen ist heute. Ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Vermutlich Sevilla. Für Sevilla. Neuer Spielstand damit also 3-0 Sevilla, also die machen ebenfalls ihre Hausaufgaben, die nutzen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Gegen Genf. Den Wechsel. Und dann ist dieser Ball übrigens weit, weit weg, übrigens kein. Chance zur Flanke jetzt. Eine gute Möglichkeit. Ja, und dann Matej. Da war von keiner mal bei dem beim Außenspieler. Ecke kommt. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber. Am Ende fast harmlos. Ja. Kein Grund zur Aufregung. Er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Weston McKenney. Kowalski. Ja. Guter Pass. Und da macht er dann doch noch. Kowalski. Terodde, der erste Mal nicht mit Kader hier das Tor macht. 15-0, 71. Vorarbeit Krüger. Kowalski, Krüger, Terodde 5-0. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ja. Das Resultat. So, dann kann man jetzt mal eben noch wechseln ein bisschen, weil das nächste Spiel steht ja auch schon mal in den Startlöchern. So, die Torjäger haben getroffen. Das ist doch ziemlich eindeutig. Und jetzt geht sie raus. So. Ja, der nächste tolle Pass. Ja, nächstes Spiel ist ja schon wieder, steht ja bei Land, ist ja schon gegen Bochum. Ja, gut, sie machen da Druck jetzt. Wie gesagt, da wollen wir natürlich auch gewinnen. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Oh, da will der McKennie mal jetzt irgendwas mal suchen. Der kommt aber nicht da rein. Ja, gut gemacht. Und dann ist das Tor für Malte Mana. Ja, der Rückstand ist enorm, glaube ich. 4-5-1. Ja, den 7 habe ich 0 dahin. Erst der Pass nach hinten. Und dann macht er das perfekt. Ja, hat er gut gespielt, hat er aber auch gut gemacht, den habe ich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt und wer 5-1, weiß, ob das schon alles war. Gambula. Gambula rein! Glück wollte ich gerade sagen. 6-1, aber der Ball ging nur ins Außennetz. Also jedes Tor kann jetzt hier und auch jetzt natürlich zu bedeuten, bei Sevilla vor allem mit 3-0 führt, kann natürlich bedeuten, man bleibt weiterhin da, Tabellenführer, ne? Jetzt dieses eine Tor kannst du am Ende noch entscheiden. Reingabe in die Mitte. Boah, kein Tor, kein Tor, aber es gibt Tor verdient gehabt, Geld für Dragovic. Wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp und dann gibt es aber nur Abstoß, okay. Oh, jetzt werden sie wechseln. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Robin Hack. Das könnte vielleicht was werden. Ein guter Block hier. Und dann der Block noch gegen Krüger, der das Ding hier nicht versinkt. Ecke kommt in den 16er. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Weil sie mir kein Dings war das. Er zieht ab. Aufmerksam. Gut vom Tor. Ja, ich muss halt, also ich will halt immer noch das seine Tor schießen. So, Ecke kommt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball ist Taffi. Richtig, kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Ja, dann ist hier wird's Feierabend, 5-1. So, das war's. Die ersten drei Punkte gehen zumindest schon mal auf unser Konto. Und besser kann man so einen Start in die UEFA Europa League kaum gestalten. Das war sehr überzeugend. Logisch, der Wettbewerb ist noch lang, aber sie haben damit, ich finde, schon mal ein Zeichen gesetzt. In der Form, wie er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? 3 Tore und ein Sieg, aber ist egal, passt schon so. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie Sevilla das ihr Spiel gemacht hat. Oder beziehungsweise, wie sie gespielt haben. Ich glaube, 4-0 war das am Ende dann. So, gucken wir kurz mal eben auf die Ergebnisse, bevor es dann weitergeht mit dem Spiel gegen Bochum, also was. Oh, wir sind sogar Tabellenführer, weil, Moment, nee, alles gut. Der hat uns, den führenden Union hat er uns noch nicht gezeigt. Die spielen jetzt im Parallelspiel nämlich gegen, zu Hause gegen Osnabrück, wir spielen in Bochum. So.
Ich wollte eigentlich auf die anderen Wettbewerbe gucken, weil ich will kurz die Ergebnisse vom Parallelspiel angucken wollte. Warte mal. Kalender, andere Ligen. Ich glaube, hier ist das eine. So, kurz mal gucken. Da ist gerade. Wo steht denn der Europa League? Bundesliga, dritte Liga. Kurz, warte mal. Das war woanders. Hier war's. Der Tabelle. Genau. Auf der Superpokal, auf der Champions League, Europa. Europa League. Da wollte ich rein. Genau, Sevilla hat das Parallelspiel mit 3-0 gewonnen gegen Genf. Okay. Dann spielen wir jetzt als nächstes gegen Servette, also gegen Genf. Zweimal. Sehe ich das richtig? Nee, wir spielen erst in Sevilla, genau. Wir spielen erst in Sevilla das Topspiel. Dann spielen wir zweimal gegen Genf. Okay. Wichtig wäre, gegen Sevilla einen Punkt zu holen. Das wäre natürlich super. Dann wären wir nämlich. Könnten wir unsere Hausaufgaben ein bisschen, können wir uns ein bisschen umeinigen. Wenn wir gegen die alle anderen Spiele gewinnen und gegen Sevilla die beiden Unentschieden haben, dann müssten wir sogar Tabellenführer bleiben. Aber wie gesagt, vielleicht, mal gucken, wie es am Ende läuft. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen den VfL Bochum.